Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Videoserie. Und zwar geht es hier um Beauty Myths. Das heißt auf Deutsch Schönheitsmythen, also Lügen sozusagen. Und die möchte ich hier aufdecken und aufklären. Ich bin seit über 11 Jahren Kosmetikerin und Hautpflegeartist und eben Inhaberin von Purity in München. Und die erste Schönheitslüge ist, dass man gesünder ausschaut mit einer Bräune. Das möchte ich eben hier widerlegen. Dieser Herr hier, den ich jetzt gleich einblenden würde, dieses Bild ging um die ganze Welt. Und zwar nur eine Seite seines Gesichts war eben das war ein LKW-Fahrer. Und nur eine Seite war immer am Licht. Trotz des Fensters ist er durch diese Seite, wo das Licht war, so sehr gealtert, dass alles runterhing. Und auf der anderen Seite hier war noch total glatt. Und man sieht ja auch andere Bilder mit Menschen mit einer Krokodilhaut. Also die sehen einfach schrecklich aus. Wenn man jung ist, sieht es noch super nett aus. Aber dann verändert sich das, weil die Haut speichert eben diese Schäden. So, ich habe hier meinen Spickzettel. Und zwar, der erste Punkt ist, wie kann man eine frische, schöne Haut haben, so anstatt einer Bräune. Erstens Ingwertee trinken, also alle Gewürze, die anregend wirken, die die Durchblutung fördern, wie Chili, Cayenne, Pfeffer sind gut. Natürlich, wenn man schon eine sehr, sehr empfindliche Haut hat, dann würde ich jetzt vielleicht nicht zu den letzteren greifen, aber Ingwertee ist einfach super fantastisch oder Ingwer im Essen ist auch sehr, sehr gut. Genau, und als nächster Punkt ist eben regelmäßig Sport machen. Das fördert die Durchblutung, macht die Haut wirklich gesund und ebenmäßig. Und dritter Punkt ist regelmäßig eine Sauna besuchen. Das ist auch super gesund, vor allem auch die Dampfsauna und auch die anderen Saunen. Am besten würde ich halt eine Biosauna nehmen. Und das erhöht einfach die Durchblutung der Haut. Der vierte Punkt ist einfach regelmäßig ein Peeling machen. Und zwar kann ich sogar mein eigenes Rezept empfehlen. Und zwar ist das jeweils ein Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Honig und ein Esslöffel Zitronensaft. Und das mischen und das einfach regelmäßig machen. Kann man auch im ganzen Körper machen. Macht eine wunderschöne, wunderschönen Tarn. So, das waren jetzt die 4 Punkte und ich wiederhole sie nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens Ingwer, am besten Ingwertee oder halt auch Gewürze, die anregend wirken. Und da bedenken, dass man eben bei empfindlicher Haut aufpasst. Zweiter Punkt, regelmäßiger Sport und Bewegung. Dritter Punkt, Sauna. Und vierter Punkt, Peeling. Es gibt noch einen 5. Punkt, aber das ist eben nur für die Mädels. Und das kann man bei mir hier auch sehen. Also ich bin überhaupt nicht gebräunt. Ich gehe auch nicht in die Sonne, weil ich ja nicht vorzeitig altern möchte. Also ich gehe schon raus und ans Tageslicht und so weiter. Aber eben nie ohne meinen Lidschutz. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, sagt mir Bescheid. Ich informiere euch gerne. Und was ich jetzt hier drauf habe, ich habe gar kein Make-up, nur ein Mineralpuder. Und Mineralpuder sind wirklich gesund für die Haut. Im Prinzip Gestein, was ganz fein gemahlen ist. Und dann nehme ich einfach eine dunklere Farbe und es wirkt dann wie ein Bronzing Powder. Also es sieht einfach so aus, als wäre man gerade im Urlaub gewesen, in der Sonne gewesen. Das kann ich eben auch noch empfehlen als Tipp sozusagen statt der Sonnenbräune. Und wahrscheinlich jetzt mit den Bildern, die ich jetzt hier auch gezeigt habe, kann man eben verstehen, warum es nicht gut ist, in die Sonne zu gehen, beziehungsweise sich so extrem zu bräunen. Also wer eben sich nicht so bräunt, der bleibt einfach lange Zeit jung und frisch, die Haut bleibt elastisch. Und das Schlimme ist, man kann ja das eben nicht rückgängig machen. Das heißt, wenn man das jetzt über eine gewisse Zeit lang gemacht hat, dann ist die Haut
zu dem Grad halt geschädigt. Und deswegen, man kann nie früh genug damit anfangen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, eben mein Wissen weiterzuleiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich freue mich total auf ein Like. Bitte wirklich nicht nur anschauen, sondern auch liken und auch weiterleiten an eure Freunde. Also richtig unten den Button klicken, Share, Public. Genau, ich freue mich sehr und ja, freue mich auch auf Fragen und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und wie man hier sehen kann, kann es auch sexy sein und gut ausschauen, wenn man eben keine Bräune hat.